Okay, erste Frage. Wer ist jemand, der nicht entscheidet, ob er rein oder rausgeht? Ein Gefangener. Heute wirst du zur echten Spürnase, denn es gibt Rätsel über Gefangene, die du lösen musst. Bereit? Dann geht's los. Schau dir diese drei Häuser genau an. In einem von ihnen hält sich jemand auf, der vor kurzem aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Was meinst du? In welchem Haus wohnt er? Wenn er gerade erst aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, wird er sehr wachsam sein und schnell fliehen wollen. Schau dir mal die Autos an. Wie sind sie geparkt? Zwei sind vorwärts eingeparkt, aber das dritte rückwärts. Mit diesem Auto kann der entlaufende Häftling schneller wegfahren. Das muss also das Haus sein, in dem er sich versteckt. Ein Gefangener hat die Möglichkeit, aus dem Gefängnis zu entkommen. Er hat die Wahl zwischen zwei Türen. Hinter der ersten wartet die Freiheit, aber die andere führt zurück in seine Zelle. Er weiß nicht, welche die richtige ist. Vor jeder Tür steht eine Wache. Eine von ihnen lügt immer, die andere sagt immer die Wahrheit. Aber wer ist, weiß er nicht. Der Gefangene darf eine Frage stellen. Welche Frage sollte er stellen, um rauszukommen? Er sollte eine der beiden Wachen fragen, steht der Lügner vor der Tür in die Freiheit? Wenn der Wachmann ja sagt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagt er die Wahrheit oder er ist der Lügner und steht neben der Zellentür. So oder so sollte der Gefangene die andere Tür nehmen. Wenn die Wache nein sagt, ist das entweder die Wahrheit und diese Tür führt in die Freiheit oder eine Lüge, aber das bedeutet trotzdem, dass sie in die Freiheit führt. Im Falle eines Nein sollte der Gefangene also diese Tür wählen. Ein Gefangener versucht zu fliehen. Es ist ihm gelungen, die Zelle zu verlassen und in einen unterirdischen Tunnel abzutauchen, der ihn vor drei Türen führt. Alle Wege sind unsicher, denn hinter der ersten Tür stehen zwei Wachen, die ihn sofort zurück ins Gefängnis bringen würden. Hinter der zweiten Tür befindet sich ein Raum voll mit Lasern. Und hinter der dritten Tür ist ein Raum, dessen Boden voll mit Glasscherben ist. Welcher Weg ist sicherer? Der Gefangene sollte durch die letzte Tür verschwinden. Der Boden ist zwar mit Glasscherben übersät, aber er trägt Schuhe, also können ihm die Scherben nichts anhaben. Noch ein anderer Gefangener versucht zu fliehen, was ihm gelingen könnte. Vor ihm befinden sich drei Türen. Hinter der ersten lauern drei aggressive Hunde. Hinter der zweiten Tür wird es in 5 Minuten eine Explosion geben. Und hinter der dritten steht ein Wachmann. Welche Tür sollte der Gefangene wählen, um zu entkommen? Ja, er sollte einfach 5 Minuten warten, bis die Explosion vorbei ist und dann durch die zweite Tür verschwinden. Hier kommt ein Logikrätsel. Ein Häftling hatte Besuch. Die Wache fragte ihn, wer das war. Der Häftling sagte, ich habe keine Geschwister. Der Vater dieses Mannes ist der Sohn meines Vaters. Wer hat den Häftling besucht? Da der Häftling keine Geschwister hat, ist der Sohn meines Vaters er selbst. Und er ist der Vater des Besuchs. Sein Sohn besuchte ihn also. Ein Häftling wurde krank und muss jetzt Tabletten nehmen, um seine Krankheit unter Kontrolle zu halten und auch, um niemanden anzustecken. Er hat 3 Tabletten bekommen, die er jede Stunde nehmen muss. Wie lange wird es dauern, bis er alle Pillen eingenommen hat? Er braucht nur 2 Stunden. Eine nimmt er sofort, die zweite nach 1 Stunde und die letzte nach 2 Stunden. Ein Häftling ist aus dem Gefängnis geflohen. Sein bester Freund wartet im Auto auf ihn. Er springt rein und sie fahren los. Die Polizei jagt natürlich hinterher. Das ist das Auto mit den Gefangenen und diese beiden Autos sehen identisch aus. Achte auf das Auto mit den Gefangenen drin. In welchem Auto sitzt der Ausbrecher? Es ist das linke. Okay, jetzt wird's etwas schwieriger.
achte wieder auf das Auto. Sie fahren diesmal schneller. Welches ist es? Na, hoffentlich hast du auf das Rechte getippt. Okay, ein letztes Ablenkungsmanöver. Du musst den Flüchtigen fangen. Beobachte also die Autos genau. Welches ist es? Es ist dieses hier. Glückwunsch, du hast den Flüchtigen gefangen. Ein anderer Gefangener entkam und die Polizei spürte ihn in einem Wald in einem Wellnesshotel auf. Ein Polizist betrat die Sauna, in die er den Flüchtigen vor einer Minute hatte reinschleichen sehen. Dort saßen vier Männer. Sie sagten, sie seien Freunde und würden seit etwa 10 Minuten in der Sauna sitzen und niemand wäre reingekommen. Wer ist der Flüchtige? Der da muss es sein, schau mal. Alle sind nass und verschwitzt, aber er schwitzt nicht, weil er gerade erst reingegangen ist. An einem anderen Tag gelang einem anderen Gefangenen die Flucht. Diesmal war sich die Polizei sicher, dass sich der Flüchtige irgendwo im Zoo aufhält, der nicht weit vom Gefängnis weg ist. Ein Beamter ging zu einem der Zoowärter und fragte, ob er einen Gefangenen gesehen habe. »Nein, ich garantiere Ihnen, dass hier kein Gefangener ist«, sagte der Wärter. Das war verdächtig. Warum war er sich da so sicher? In Ordnung, danke für Ihre Hilfe. Aber warum ist dieser Käfig eigentlich leer? Oh, ich mache ihn gerade sauber. Die Zebras wurden für diese Zeit umgesiedelt. Die Polizei nahm ihn fest. Aber warum? Auf dem Schild am Käfig steht, dass das der Käfig der Kamele ist. Wenn er ein echter Tierpfleger vom Zoo wäre, hätte er das wissen müssen. Und jetzt zeige ich dir mehrere Häuser und deine Aufgabe ist es herauszufinden, in welchem ein Verbrecher lebt. Schau dir diese beiden an. Welches Zimmer gehört einem Kriminellen? Das hier. Siehst du die schwarze Maske über der Stuhllehne? Was ist mit diesen beiden Zimmern? Entdeckst du etwas Verdächtiges? Ist dir der orangefarbene Overall im Kleiderschrank aufgefallen? Der gehört einem Häftling. Hier kommen noch zwei. Erkennst du hier Anzeichen für einen Häftling? Schau mal, dort ist ein Sack Geld versteckt. Das ist der Ort. Vier Gefangene haben die Chance, vorzeitig entlassen zu werden, wenn sie dieses Rätsel lösen. Es gibt vier Mützen, zwei schwarze und zwei weiße. Das wissen sie. Die vier stehen wie folgt. Der erste Gefangene steht vorne und sieht nicht die anderen. Der zweite Gefangene kann nur den ersten sehen. Der dritte kann beide vor ihm sehen. Und hinter der Wand steht der vierte Gefangene, der keinen sehen kann. Jeder von ihnen hat eine Mütze auf, aber sie kennen nicht die Farbe ihrer eigenen. Sie sehen nur die Mützen der anderen, wie eben beschrieben. Jeder von ihnen kann die Farbe seiner Mütze erraten, aber ein Versuch zählt für alle. Liegt die Person richtig, kommen alle vier raus. Wie können sie das schaffen? Der dritte Gefangene sieht zwei Mützen vor sich. Wenn sie die gleiche Farbe hätten, wüsste er, welche Farbe seine Mütze hat. Aber da beide unterschiedlich sind, kann er sich nicht sicher sein und schweigt. Der zweite Gefangene ist clever und versteht, dass seine Mütze und die vor ihm verschiedenfarbig sind. Sein Kollege hinter ihm schweigt. Er sieht die Mütze des ersten Gefangenen und weiß, dass seine schwarz ist.